Fotofragenfreitag. Die Idee hatte ich, weil ich immer wieder gefragt wurde zu bestimmten technischen Bedingungen oder wie ich was mache. Und nun wird es jeden Freitag um 12 Uhr ein Live-Chat auf Facebook geben, in dem ich Fragen beantworte, die du stellen kannst. Entweder vorher oder wenn ich online bin. Da ich zurzeit in Urlaub bin und hier eine furchtbar schlechte Leitung besteht, kann ich diesen Fotofragen-Freitag-Live-Chat nicht durchführen. Aus diesem Grund habe ich mir überlegt, dass ich ein Video aufnehme, in dem ich ein bisschen erzähle, wer ich bin, was ich mache und was die Fotografie für mich für eine Bedeutung hat. Okay, also ich bin Beate Knappe, ich bin Porträtfotografin und ich habe mein Studio in Düsseldorf. Ich war nicht immer Porträtfotografin, aber das war immer meine große Liebe. Ich habe nie einen anderen Beruf gehabt. Ich habe mich schon mit 14 Jahren entschlossen, dass ich Fotografin werden wollte. Warum, kann ich nicht mehr genau sagen. In meiner Familie wurde immer viel fotografiert, hobbymäßig. Meine Mutter hat fotografiert, ihr Bruder hat noch Glasplatten selber mit lichtempfindlichem Material begossen, diese dann belichtet und im Schlafzimmer seiner Eltern entwickelt. Woher ich das weiß? Ich habe in der gleichen Wohnung gewohnt, bin dort aufgewachsen und habe den Fleck auf dem Schlafzimmerboden gesehen. Ich denke, das ist irgendwie so die Vorprägung, die ich hatte, was Fotografie anbelangt. Dann kommt hinzu, dass ich Legasthenikerin bin, beziehungsweise war, ich habe keine Ahnung. Doch damals, als ich zur Schule ging, wusste man das nicht, dass ich Legasthenie habe, also eine Lese-Rechtschreibschwäche, die man natürlich korrigieren kann. Und man hielt mich für dumm. So, es kamen also auch nicht so furchtbar viele Berufe für mich in Frage. Ich bin nicht dumm, das habe ich dann durch meinen Hochschulabschluss bewiesen, den ich 20 Jahre nach meiner Gesellenprüfung abgelegt habe. Also ich habe dann eine Lehre begonnen, als Fotografin einen Gesellenbrief gemacht. 20 Jahre später habe ich dann ein Hochschulstudium auf dem zweiten Bildungsweg absolviert und bin jetzt Diplom-Kommunikationsdesignerin mit Schwerpunkt Fotografie. So, ich habe in der Zeit nach meiner Gesellenprüfung bis hin zum Hochschulstudium die unterschiedlichsten Anstellungen gehabt. Ich habe in einer Werbeagentur gearbeitet, ich habe bei einem Industriefotografen gearbeitet, ich habe in der Zeitungsredaktion gearbeitet als Bildredakteurin, habe dann eine Tochter bekommen, habe dann als Fotojournalistin freiberuflich gearbeitet. Es war total spannend und eine hochinteressante Zeit. Aber wie gesagt, der Mensch und ein Porträt war immer das, was mich am allermeisten interessierte. So war es dann auch folgerichtig, dass ich nach dem Studium habe ich über 10 Jahre in der Staatskanzlei in NRW gearbeitet als Fotografin. Und danach war es im Folgerichtig, dass ich mir den Wunsch erfüllte, ein Porträtstudio zu eröffnen. Und seitdem bin ich also Porträtfotografin. Ja, ich bin gefragt worden, wie ich zu meinem Stil gekommen bin. Ich finde das sehr hochtrabend zu sagen, dass das ein Stil ist. Ich hoffe, dass es einer ist. Ich bin in der Zeit der analogen Fotografie sozialisiert worden in der Fotografie und Schwarz-Weiß war das, was ich als erstes gelernt habe, weil andere Filme gab es dann auch zuerst auch gar nicht und die Farbfotografie entwickelte sich ja auch erst. Ja, ich bin schon etwas älter. Also, als ich dann mein Porträtstudio eröffnete, war es für mich klar, dass ich nur in Schwarz-Weiß arbeiten möchte, weil ich wollte einen Workflow haben, der auch relativ einfach ist. Weil ich alleine arbeitete und mir keine Assistentin leisten konnte. Ich hatte dann zwar ein paar Praktikantinnen, die ich als Assistentin einarbeiten musste. Das war manchmal ganz wunderbar, ganz großartig und manchmal ganz furchtbar und ganz anstrengend. Und zurzeit arbeite ich zum Beispiel nicht mit Praktikanten. Das ist auch eine ganz bewusste Entscheidung, weil ich keine Lust habe, meine Energien und meine Kraft in etwas zu stecken, was aussichtslos ist. Also wenn jemand nicht für die Fotografie brennt, so wie ich es tue, habe ich keine Lust, ihm mein Wissen weiterzugeben. So einfach ist das. Also mein Stil. Ich habe mich ganz bewusst für die Schwarz-Weiß-Fotografie entschieden. Erstens, weil ich als Schwarz-Weiß-Fotografin sozialisiert worden bin. Zum anderen, weil ich finde, dass bei den Porträts es immer auf den Menschen ankommt und nicht auf das Drumherum. Also ich bin eine sehr puristische Fotografin. Es geht mir um das Wesentliche des Menschen, den ich vor der Kamera habe oder des Paares oder der Familie. Und ja, ich idealisiere das auch, ohne kitschig zu werden. So, idealisieren finde ich berechtigt,
Weil wenn ich zum Fotografen gehe und mich fotografieren lasse und da Geld für bezahle, dann möchte ich auch bitte gut aussehen. Und Michael Ballhaus, dieser wunderbare Kameramann, hat mal gesagt, dass jeder Mensch vor seiner Kamera das Recht hat, gut auszusehen. So ähnlich sehe ich das auch. In meiner Zeit als Fotojournalistin habe ich zwar auch Politiker porträtiert auf eine nicht gerade charmante Art. Das war Teil des Jobs. Jetzt als Porträtfotografin finde ich, dass jeder das Recht hat, vor meiner Kamera gut auszusehen. Nun ist dieser Moment, was heißt gut aussehen, halt beliebig interpretierbar und ist auch sehr weit. Man kann das eben sehr weit strecken, dehnen, ausdehnen. Wann sieht eine Person gut aus? Vielleicht beschränke ich das zur anderen Seite hin. Ich möchte keine denunzierenden oder keine Fotos machen, die die Person lächerlich machen. Ich möchte sie nicht, auch wenn ich sie nackt vor der Kamera habe, entkleiden. Ich möchte das alles nicht tun. Das heißt, mir geht es immer um das Wesentliche bei einem Porträt und darum, respektvoll mit dem Menschen umzugehen und ihm auch zu vermitteln, dass er was Besonderes ist. In dem Moment, wo er vor meiner Kamera steht, ist diese Person das für mich was Besonderes und sie ist ganz wichtig. So, und der andere Moment meines Stils ist, dass ich im Quadrat arbeite. Das kommt eben auch daher, dass die Porträtkamera, die man früher in einem Fotostudio verwendet hat, zu Zeiten der Analogfotografie, meistens eine Hasselblatt war und eine Hasselblatt verwendet Rollfilme und da ist das Format 6x6 cm des Negativs und der Abzug war dann auch quadratisch. Heute finde ich, dass das Quadrat eine Fläche ist, die sich einfach besser gestalten lässt als so ein Hochformat oder so ein Rechteck. Es gibt ein, zwei Motive, die fotografiere ich auch im Rechteck oder die bleiben dann auch im Rechteck, weil meine Kamera hat natürlich auch den rechteckigen Sucher. Und beim Fotografieren achte ich darauf, dass ich aus den Motiven dann später ein Quadrat machen kann. Dann lege ich sehr großen Wert darauf, dass meine Schwarz-Weiß-Bilder auch tatsächlich Schwarz-Weiß-Bilder sind, so wie ich es aus der analogen Zeit kenne, mit einem hohen Tonwertumfang. Das heißt, ich orientiere mich da immer an der entwickelten Tonwerttabelle von Ansel Adams. Der hat eben die Bereiche zwischen Weiß und Schwarz in 10 Zonen eingeteilt. Und die sollten alle in einem Foto drin sein, damit es ja, einfach gut ist. Daran orientiere ich mich. Und ich habe eine Software, mit der ich genauso arbeiten kann, wie ich früher im Labor gearbeitet habe. Das ist mir sehr wichtig. Und manchmal kommen Kollegen in mein Fotostudio, gucken sich die Bilder an, die an der Wand hängen und meinen, das sind aber alles analoge Bilder. Und ich muss sagen, nein, ich arbeite auch digital und nicht mehr analog. Heute analog zu arbeiten, ist wieder Mode. Einige machen das, finden das ganz toll. Ich kann das jetzt so nicht nachvollziehen, weil ich der Meinung bin, dass die Kamera nur just a tool ist, also ein Werkzeug, mit dem ich eine Bildidee materialisiere. Und das kann ich auch mit einer digitalen Kamera, genauso gut wie ich das mit einer analogen Kamera kann. Mit der analogen Kamera habe ich kein Display, auf das ich gucken kann. Das ist auch nicht immer erforderlich, das ist richtig, aber man gewöhnt sich halt dran. Der Film muss entwickelt werden, dann kriege ich irgendwann einen Kontaktbogen. Und früher war es immer so, wenn ich den Kontaktbogen ansehe, dachte ich, oh Gott, was habe ich denn da gemacht? Das ist ja alles nicht zu gebrauchen. Dann habe ich meistens eine Nacht drüber geschlafen oder es ein paar Stunden zur Seite gelegt und dann habe ich doch gute Fotos gefunden. Das ist heute nicht mehr so extrem. Aber ich brauche Ruhe, um nach dem Shooting die entstandenen Motive auszuwerten und dann wirklich zu überlegen, welches ist jetzt genau das, was zu dem Kunden passt und was wollte ich eigentlich sehen und was habe ich gesehen und was ist wesentlich an dieser Person. Also mein Stil ist schwarz-weiß und dass ich im Quadrat arbeite. Mein Eindruck ist auch der, dass meine Kunden auch darum zu mir kommen, weil ich in schwarz-weiß arbeite, weil sie die bunten Bilder auch überwiegend leid sind. Also ich fotografiere natürlich auch in bunt, wenn ich in Urlaub bin, wie jetzt. Aber dann benutze ich fast immer nur das iPhone und habe meine Kamera selten dabei. Diesmal habe ich sie nicht dabei, sondern mache nur Bilder mit dem iPhone. Ich finde, das geht auch und das ist der perfekte Ausgleich zu dem, was ich sonst mache. Ich fotografiere sehr gerne in Schwarz-Weiß und meine Porträts sind immer in Schwarz-Weiß und ich liebe diese Art zu arbeiten. Und trotzdem liebe ich es auch im Urlaub mit meinem iPhone bunte Bilder zu knipsen. Urlaubsbilder. Wolken, Sonne, Himmel. Also alles das, was eben so ein Urlaub oder diesen Urlaub oder was diese Insel ausmacht. Hier bin ich wirklich entspannt und
soweit das geht, wenn man Fotografin ist, ob man dann wirklich immer entspannt. Doch, man ist, also ich bin entspannt und es ist mir egal, was dieses Foto letztendlich macht oder wird oder ist oder so. Es macht einfach Spaß, mit dem iPhone zu fotografieren und das ist mir wichtig im Urlaub. Das ist der wesentliche Moment, dass es mir Spaß macht zu fotografieren. So. Und an meinem Fotofragen Freitag möchte ich auch das transportieren, dass Fotografieren Spaß machen soll. Also jemand, der nicht sein Geld damit verdienen will oder muss, der muss es vor allen Dingen Spaß machen. Also mir macht es auch Spaß zu fotografieren, aber das eigentliche Fotografieren ist ja bei jemandem wie mir, der ein Porträtstudio hat, ein geringer Teil. Da gibt es ja ganz viele andere Dinge, die auch erledigt werden müssen. Aber du, der einen Job hat und der sein Geld mit etwas anderem verdient, der sollte hauptsächlich Spaß am Fotografieren haben. Spaß an der Kreativität, Spaß am Spiel, Spaß daran zu gucken, was entsteht, zu gucken, wie das Licht fällt, wie sich ein Motiv verändert, wenn das Licht von rechts oder von links kommt. Das möchte ich einfach vermitteln. Kreativ sein ist einfach unglaublich gesund und fotografieren ist kreativ sein. Das ist mein Hauptanliegen bei meinem Fotofragen Freitag. Sicherlich solltest du die Gebrauchsanweisung deiner Kamera lesen, damit du weißt, wie diese Kamera funktioniert. Aber du kannst auch mit dem Handy fotografieren. Das ist auch nicht so einfach, habe ich festgestellt. Ich dachte, jeder macht so Bilder, wie ich sie mache. Nein, ist nicht so. Da braucht man schon ein bisschen Verständnis, ein bisschen Technik und so weiter. Und da werde ich auch gerne darauf eingehen an den nächsten Freitagen. Es gibt zum Beispiel eine Frage von Annette, die gerne wissen möchte, wie das mit der Zeit ist, also mit der Belichtungszeit. Nein, sie möchte eigentlich wissen, wie sie Fotos von ihrem Hund machen kann, wenn der sich bewegt. So, und das ist eben ein Thema, das man nur im Zusammenhang mit Belichtungszeit, Blende und Empfindlichkeit, die man eingestellt hat, früher war das ASA, heute ist das ISO, betrachten kann. Das werde ich gerne tun, da werde ich gerne was zu sagen. Und ich werde auch, wie gesagt, gerne eure Fragen beantworten. Stellt sie mir entweder vorher, sodass ich mich darauf einstellen kann, oder stellt sie mir im Chat, dann beantworte ich sie gerne. Wie gesagt, heute nochmal dieses Video und nächsten Freitag bin ich wieder in Düsseldorf und habe ich wieder eine gute Internetverbindung, eine stabile und kann dann auch wieder online um 12 Uhr deine Fragen beantworten. So, ich habe noch eine halbe Woche Urlaub, den werde ich genießen, mich weiter erholen, Kraft sammeln, auftanken, meine Batterien aufladen, mich an meinen Hunden freuen, kochen, was ich nämlich nur im Urlaub ausgiebig tun kann, sonst habe ich dafür keine Zeit oder keine Muße oder whatever. Ich werde die Zeit genießen, ich hoffe, dass es dir auch gut geht. Überleg dir, was die Fotografie für dich bedeutet, warum du fotografieren möchtest. Und tu es. Nimm die Kamera, nimm dein Handy, geh raus, schau dir den Frühling an, schau dir an, wie das Licht fällt, mache Bilder und freu dich dran. Okay, bis dann. Tschüss.